Okay, Leute, let's go, Alter. Herzlich willkommen zu einer Folge Monster Merch. Und wir gehen direkt rein. Ich habe so Bock und bin heute als Boxer unterwegs. Ich werde nämlich heute Evs Hintern verkloppen. Das sage ich euch, wie es ist. Und ja, falls ihr sehen wollt, wie ich das tue und wir heute Level 50 durchgrinden sollen, lasst auf jeden Fall einen fetten Like da, wenn ihr es nicht macht. Ey, Digga, was ist das denn? Das war der Ultrascan, Mann. Keine Sorge, nichts Ernsthaftes. Einfach drücken und nochmal versuchen. Also du verdammtes Wir wollen in diese Folge gehen mit absoluter Ruhe, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Mit Ruhe gehen wir hier rein und verlieren definitiv nicht ein einziges A auf der Reise. Es ist ja nicht so, dass es schwer ist, hier durchzukommen, okay? Aber ja, was, also... Was soll ich dazu sagen, Leute? Mit 565 verdammten Ace starten wir hier rein und wir haben jetzt wieder eine weitere Mission. Wir müssen jetzt praktisch einen neuen X machen. Also ich lasse praktisch immer so, dass wir einen X auf jeden Fall haben, anfertigen. Ich glaube allerdings, wobei wir haben sogar schon O, okay, wir sind ja gar nicht mal so schlecht am Start, sehe ich gerade, ne? Ja, ey, Bro, dann dauert das ja eigentlich gar nicht mal so lange. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir mal ganz kurz durch. Ich muss auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank sagen, dass ihr halt so rein supportet bei dem Format, beziehungsweise, das heißt, vielen Dank, ihr schaut es ja anscheinend sehr gerne. Ich habe mit Monster Merch richtig Spaß und ich sage euch, wie es ist, also die letzten Monate ging es natürlich mit meinem Kanal immer so, bisschen so, das ist ja auch normal, das muss man als YouTuber auf jeden Fall immer mit einplanen, aber es ist natürlich schon so, dass man nach einer gewissen Zeit fragt, so, ah, läuft es bei mir noch oder geht es irgendwann wieder den Bach runter? Komischerweise irgendwie nie und darüber bin ich sehr, sehr dankbar und das wisst ihr auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da halt einfach auch dabei seid, am Start seid und so weiter. Das ist schon schön zu sehen. Genauso wie dieses... Trotzdem, Freunde, es ist harte Arbeit. Ich hatte, weiß ich nicht, also es ist ein bisschen Glück, dass ich das Game jetzt gespielt habe, gefunden habe und so. Ich freue mich aber umso mehr. Und natürlich, falls ihr mehr von solchen Games auch sehen wollt, dann bin ich auch bereit, das zu machen, weil ich diese Spiele über alles liebe. Es ist nicht so, dass ich da jetzt halt mich so ein bisschen nach den Klicks orientiere, was halt natürlich manchmal auch so ist, dass... Dürftet ihr verstehen, wenn was gut läuft, dann sagt ein YouTuber natürlich, oh Digga, dann spiele ich das natürlich öfter, so wie jetzt auch zum Beispiel das Spiel hier, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so lange gezockt. Aber wenn ich Monster Merch spiele, bin ich absolut in meinem Element, Leute, weil das sind Games, da stehe ich morgens auf und da habe ich richtig Bock am PC, Digga, und das zu zocken. Und das ist halt eigentlich der Grund, warum man YouTuber geworden ist, ne? Wo man, was man halt manchmal auch ein bisschen so aus den Augen verliert, muss man sagen. Jetzt sollen wir heute aber erstmal 4 Xe machen. Ich weiß halt nicht, ob wir mit 4 Xen diese Fs halt besiegen können. Prinzipiell denke ich schon, weil eigentlich eins reicht. Eins muss nur durchcrashen und dann wird das X auch relativ, das F auch relativ schnell zerstört. Ich weiß doch nicht, was danach noch kommen soll, ne? Ich kann mir halt kaum vorstellen, dass es überhaupt noch ein Level danach gibt. Möchte aber gerne nochmal so eine geile Challenge haben, dass wir nur mit Fernkämpfern durchkommen. Und ich bin auch kurz davor, diese zweite Parallelfolge aufzunehmen, beziehungsweise also die Serie nochmal neu zu starten und dann halt wirklich auch nur einen einzigen Tank reinpacke und den Rest halt nur mit Fernkämpfern löse. Ich glaube, das funktioniert auch gut, weil die Fernkämpfer sind ganz schön stark. Wenn man die halt gut hinten versteckt und so, dann ist nice. Aber es ist halt super viel Arbeit, das wisst ihr. Also die Leute, die das Game schon gezockt haben, wissen eigentlich, wie viel Arbeit es ist, sich so ein Fernkämpfer-Team zu züchten, weil man dafür einfach Unmengen von Werbung gucken muss. Und so eine Folge produziert sich halt auch nicht mehr so locker, ne? Das muss man dann halt abgeben, da muss man dann andere Wege finden, um da halt einfach natürlich auch gut ranzukommen. So, jetzt werden wir das ganze Ding mal beschleunigen und dann machen wir das X hier. Alright, wir haben zusammen kombiniert PX, OPX wollte er natürlich sagen. Jetzt haben wir hier das geile U und es wird ein X. Ich habe jetzt 4 Xs gebaut. Bro, das könnte wirklich reinscheppern. Wir werden den Rest der ganzen Bande nur mit Ace füllen. Wir werden nichts anderes machen. Wir werden natürlich jetzt nochmal ein bisschen gucken, ob wir mehr Gas geben. Aber ich will unbedingt sehen, was passiert, wenn wir mit 4 Xs hier rangehen. Boah, das wird, glaube ich, hart, ne? Ja, wenn der Damage halt aufgeteilt ist. 2 Leben noch. Nein. Komm schon. X, Mann, lass es dir nicht. Nein, ey. Oh, nö, ey.
Oh, noch ein Effekt. Hey, das ist Scam, das ist Scam, das ist Scam. Scheiße, Mann. Oh, wir hätten es fast geschafft. Es war so knapp. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Okay. Was kann man denn da jetzt noch machen, Leute? Jetzt muss ich mal überlegen. Werden wir uns da mal auf die Socken... Ich fühle das. Wir werden das Level heute noch schaffen. Es passt auf jeden Fall auch. Ich muss natürlich auch mal so ein bisschen abschätzen, ne? Mit wie vielen könnte es gehen? Ich kann da ja auch mal richtig hart im so ins Klo reinscheißen. Das geht natürlich. Oh, Gott. Also. Hashtag Betrug in die Kommentare. Wenn das Betrug ist. Wisst ihr, jetzt ist das ja mittlerweile so, dass so 6 Einheiten oder so auch überhaupt nichts mehr ausmachen, ne? Da, also ich sag mal damals, also ich sag mal in den ersten Folgen so, wenn du da mit 6 Einheiten gekommen bist, Bro, die haben alles haben die eliminiert, wirklich alles haben die da auseinandergenommen. Jetzt, du kommst in 16 Einheiten rein, das ist halt einfach ein Furz, ne? Das ist ein stinkender Furz. Ich muss hier, glaube ich, meine einzelnen Units nochmal irgendwie ein bisschen verbessern. Nur leider ist halt nichts Nennenswertes dabei. Das ist halt alles Schmutz. Es gibt auch, by the way, noch eine geilere Strategie, um die Monster effizienter zu merchen. Wenn ihr die halt natürlich mal sehen wollt, ich präsentiere die mal. Ihr packt die Monster natürlich alle so nach oben. Das ist ja egal, wie ihr das macht. Also ich mache es jetzt in diesem Fall so. Und der merchen das jetzt praktisch alles zusammen und dann macht ihr halt den. Dann kann man das ultra schnell machen, seht ihr? Das ist nur ein Tipp für euch, falls ihr halt mal so wie ich enorme Mengen merchen müsst. Ihr könnt natürlich auch Werbung gucken und dann jede Runde tryen und so, aber das würde ich halt auch euch nicht empfehlen. Ich bin da halt einfach so ein bisschen darauf getrimmt, sodass man natürlich Zeit spart, ist ja auch irgendwo klar. Ne? Aber nur für euch, weil das hier ein bisschen entspannt, also ist ein bisschen einfacher auch. Ne? Ich würde jetzt erstmal, glaube ich, nochmal alle anderen Monster merchen. Damit. Ihr müsst aber überlegen, das sind jetzt mittlerweile schon 2500 A's und I's und so, ne? Wie geisteskrank gottlos das ist. Wie viel man auch dafür braucht. Die verarschen einen. Ich sag, wie es ist. Die verarschen uns. So, wir haben N. Also, nennenswert wäre hier tatsächlich ein O, wenn wir das hätten. Aber, ihr seht halt selber, also... Heftiger macht 12.000 Damage. Das heißt, eigentlich müssten wir ein U haben. Ein U wäre das Einzige, was von einem F jetzt vielleicht noch ein bisschen was aushalten würde. Alle anderen Charaktere sind nicht worth zu bauen, weil die nicht mehr als einen Hit aushalten können. Dementsprechend kann es halt auch ein A sein oder halt sonst irgendwas. Wir brauchen sozusagen noch ein Side-Tank, vielleicht in der Mitte oder so, der noch ein bisschen was aushält. Müssten also noch ein U bauen. Und das dürfte eigentlich mit der Anzahl der Charaktere, die wir haben, noch in Ordnung gehen. Na gut, dann mache ich das mal fix. Wie man sieht, habe ich mir erfolgreich noch ein U basteln können. Okay, wir sollten vielleicht, wir sollten vielleicht noch ein A hier vorne irgendwie ransetzen, weil der wird gleich den ersten Hit abbekommen. Und wir werden hier so ein bisschen so Zeitgeek-mäßig, werden wir die X'e hier reinbeschwören. Ich würde vielleicht sogar sagen, wir müssen da einfach noch mal ein paar A's reinstellen. Wir müssen das echt einfach so füllen. Wir werden mit diesem Slot jetzt vorangehen. Und hier dann noch ein paar A's reinknattern. So, die sind jetzt direkt weggemacht. Ja, die Fernkämpfer, das ist einfach echt ein bisschen zu wild alles. So, sehr gut. Digga, das kann was werden! Das kann was werden! Das wird was! Das wird was! Ja! Level 49 durch, Mann! Und wir sind Level 50, Alter! Was? Heilige Mutter Maria Gottes! Ist das krass! Okay, Mann. Ich hol mir einfach die 133k auch, ne? Ja, 13.000, komm. 100k und jetzt goldene Mitte. Wollte ich direkt von Anfang an eigentlich nehmen, aber passt, wir haben sie. Oh, ist das schön, Alter! Ist das schön! Ey, wir haben es geschafft. Die Spins, Digga, ich sag, wie es ist, aber ja gut, ich meine, 10-Minuten-Spin sollten wir echt noch mitnehmen. Mach ich auf jeden Fall gleich. Ich glaube, die 10 Minuten sind mittlerweile auch schon rum. Aber, Bruder, das schmeckt jetzt einfach auf diesem anderen Niveau. Und das ist wieder so ein Level, Leute. Zieht's euch rein. Was? Das war gerade dieser andere Scam. Man kann mit mehr als 20 Leuten hier durchlaufen. Oh, ist das widerlich. Warum machen die das?
Was steht da hinten? Was? Digga! Guck dir das Level an! Level 50 ist gottlos! Hashtag gottlos in die... Ey! Digga, das war's! Bro! Überleg mal, Alter! Wie du weggeschlitzt wirst! Da brauchst du mindestens, um das zu gewinnen, um das winnable zu machen, musst du einen Unterschied haben. Digga, das sind 4000 Einheiten. 4000. Überleg mal. Wir rechnen das gleich einmal aus. Wie viel Gesamtdamage die haben. Ja, danke für nix. Wir werden uns das jetzt mal angucken, Leute. Das ist das gottloseste Level, was ich je gesehen habe. Wie soll man das denn machen? Ey, im Ernst, Leute. Ich glaube, ich sag, wie es ist, Digga. Aber ich muss gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir das Game irgendwie modifizieren. Ihr wisst genau, was ich mit modifizieren meine. Aber das ist doch illegal, oder was? Das ist doch 100% illegal, oder nicht? Viel zu OP! Viel zu OP! Wie kann man... Digga, was ist denn das? Wir haben 200.000 Leben. 29.000 Damage. Fast 30 sogar. Allein die haben 100.000 Leben und 48.000 Schaden. So ein F. Wie willst du das machen? Das geht doch gar nicht, oder was? Leute, das war's. Ich muss mit Fernkampf anfangen. Ich weiß auch nicht, Digga, aber was soll ich dazu sagen? Ich bin überfragt, Digga. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass das Level jetzt so schnell vorbei ist. Ich kann halt natürlich nochmal probieren, vielleicht die ein oder andere Strategie hier auszupacken. Aber wie soll ich das denn machen? Also, theoretisch, ich habe ja so Baiter hier, ne? Ich kann ja so Leute baiten. Das funktioniert ja so. Theoretisch. Ich könnte halt einen Uje hinpacken und sie dann halt baiten, sodass die Xe halt irgendwie so von der Seite angreifen. Wir könnten ja so machen. Theoretisch. So, ich lasse jetzt mal die Ars kommen und wir gucken einfach mal, ob das überhaupt möglich ist, auch nur die 4 da wegzumachen. Nur die 4. Nur die 4. No chance. No chance. Ich krieg 3 down. Ey, ganz ehrlich, Digga, das Spiel ist doch verflucht. Und was man hier also für einen Multiplayer bekommt am Ende, das ist einfach nur höchstgradigster Scam. Ich spin, komm, gönn 5 Millionen jetzt. Ja, 5 Ace. Also selbst das Rad hier, ne, ist nachher schwierig so. Und ich habe das Rad richtig lange gedreht. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, Leute, aber irgendwie habe ich immer nur diese 5er hier gekriegt. Was eigentlich ganz nett ist, aber was halt ein bisschen unkalkulierbar ist. Entweder waren es dann halt Ace, waren es I oder so. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich diesen Lucky Spin mal da getroffen habe. Aber nach einer Zeit, so ab Level, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, welches Level wir waren, 43 oder so, ging das dann nur noch so, als ich dann halt Werbung geguckt habe. Aber bitte macht es nicht nach. Es ist zu viel Zeit. Ihr habt was Besseres im Leben zu tun. Ihr könnt meine Videos gucken. Freunde, ich würde sagen, wir machen hier Schluss mit Lustig. Und bereiten uns darauf vor, ein Fernkampfbild zu machen, damit wir Level 50 zerschreddern. Wer ist dabei? Ich hoffe ihr und lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch Monster Match bis hierhin gefallen hat. Ein dickes Küsschen geht raus. Danke, dass ihr bis hierhin am Start wart. Und ich würde sagen, Dano out. Ach so, morgen kommt dann die neue Folge.